Todd wird in Super Mario 3D World immer vernachlässigt. Darum spielen wir heute mal mit ihm. Das ist eigentlich eh gar nicht so schlecht, denn Todd kann am schnellsten rennen von den vier Charakteren und ist deshalb für, ich glaube, der nächste Level ist es eh schon, eigentlich sehr gut geeignet. Okidoki. Die Röhrenlagune. Okay, ich glaube, in diesem Level gab es, wenn ich mich recht erinnere, sogar zwei 8-Bit-Luigis. Soll ich auch mal dazu erwähnen. Manchmal springen in dem Spiel auch ganz zufällig 8-Bit-Luigis aus Blöcken heraus. Moment mal, war da, ihr merkt's. Hier, man kann sie nicht sehen, weil die Palme davor ist. Moment mal. Und zwar, genau da, seht ihr? Da links, da im Wasser, seht ihr ihn da, wo die Wellen ihn immer kurz überdecken? Ganz links bei den Wellen, habe ich mir noch gedacht, hier im Wasser ist irgendwo ein 8-Bit-Luigi. Und das fand ich immer ganz witzig. Ich glaube, das wurde in einem der allerersten Trailer von 3D World gezeigt. Diese Goombas hier in diesen Rettungsringen, die sich gemütlich, oder Schwimmmatratzen sind das, oder? Schwimmmatratzen, ja. Dass die hier sich so treiben lassen. Okay, aber ich glaube, in dem Level gab es, soweit ich weiß, sogar zwei 8-Bit-Luigis. Naja, der Level orientiert sich, muss man sagen, sehr stark an den Wasserleveln aus Super Mario 3D Land, was ja eigentlich mir nicht gefällt, wenn eine Idee zweimal verwendet wird. Und da haben wir ihn, den guten Tanuki-Todd. Haben wir ja auch schon in Super Mario 3D Land gesehen, den Tanuki-Todd. Allerdings war er da nicht spielbar. Da ist er nur in einigen Leveln und in den Stuff-Credits aufgetaucht. So am Rand stehend und so. Okay, ich kann mich gerade gar nicht mal so genau daran erinnern, wo die Grünsterne in dem Level hier versteckt waren. Tja, und der arme Todd, der wird ja echt immer vernachlässigt, muss man sagen. Weil in dem Spiel halt wirklich, muss man sagen, der schlechteste Charakter ist. Muss ich schon sagen. Er kann halt unfassbar... ja, wenig springen, also er springt so gut wie gar nicht. Moment, ich denke mir ja noch, hier oben war was drinnen. Gott, der Schatten backt herum. Ja, ist der erste, super. Aber was ist mit dem Stempel? Ich kann mich an den Level hier wirklich nicht mehr gut erinnern, muss ich sagen. Okay. Gut, ich glaube, hier im Hintergrund war irgendwo noch ein 8-Bit-Luigi zu sehen, soweit ich weiß. Ihr merkt, hier ist ein Geisterschiff, wenn man das so nennen darf, einfach ein Schiffswrack und so. Hier war, glaube ich, im Hintergrund auch irgendwo ein 8-Bit-Luigi zu sehen, aber ich weiß leider nicht mehr wo. Naja. Okay, tja, der gute Todd. Man muss aber echt sagen, dass Todd in letzter Zeit nicht den allerbesten Ruf hat. Muss man schon dazu sagen, denn nach seinem Auftritt in Captain Todd Treasure Tracker war er ja sehr beliebt. In Captain Todd Treasure Tracker würde ich immer noch sagen, war das beste Wii U-Spiel. Aber danach wurde Todds Ruf sehr beschmutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sag ich doch, hier oben geht's rein. Gott, ich glaube im ganzen Part das Grafikfehler auftreten, weil einfach, oh Gott, immer so viel passiert. Ja, hier diese Box, die kann man gut gebrauchen. Die passt ja immer der Farbe des Charakters an, also in dem Fall blau. Okay, Todds Ruf ist, wie gesagt, nach Captain Todd Treasure Tracker war er sehr gut, der Ruf vom alten Todd. Aber nach Captain Todd Treasure Tracker war er das irgendwie nicht mehr, nämlich, wer ja noch weiß, Mario und Luigi Paper Jam. Oh mein Gott! Das ganze Spiel war vollgestopft mit diesen nervigen Paper-Tots, die irgendwie voll sinnlos, dumm und einfach nur... Ich sag's dumm! Sie waren unnötig, die waren einfach dumm, dass man in Paper Jam... Ihr wisst ja, ich mag Paper Jam überhaupt nicht. Weil, unter anderem halt auch, weil im ganzen Spiel einfach nur Tots waren. Man musste diese dummen Tots immer retten und so und das hat... schon genervt und so. Also, ich persönlich fand Mario und Luigi Paper Jam wegen diesen ganzen Tots, entschuldige für das Hintergrundgeräusch gerade, ehrlich gesagt überhaupt nicht wirklich gut. So, Moment mal, ich glaube, hier war es so, dass ich hier hinten irgendwo reinschwimmen muss. Ja, sag ich doch, hier irgendwo hinten muss man reinschwimmen. Okay, gut. Wie gesagt, ich kenne den Level nicht mehr so gut. Ist schon ein Weilchen her, dass ich den das letzte Mal. Da ist er, der letzte Grünstern. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon sehr lange nicht mehr gezockt. Ich glaube, 2015 habe ich es mit meiner Cousine bis zur ersten Spezialwelt gespielt. Aber da habe ich immer aufgehört, ganz einfach aus dem Grund, weil ich halt den Blind-Faktor von diesen Speziallevels bewahren wollte. So, hier hinten ist, ihr merkt, so ein Typ drinnen. Die Münzen sammle ich nicht mal ein. Das war ein grausamer Mord, nicht mal aus finanziellen Gründen. Moment mal, war hier oben nicht auch noch irgendwas? Naja, ist mir wurscht. Todd kann halt überhaupt nicht richtig gut springen in dem Spiel. Ja. In Mario und Luigi Paper Jam haben sie es mit diesem ganzen Tots aber echt übertrieben. In Paper Mario Sticker Star waren auch schon einige Tots, die einfach keine Seele hatten. Aber in Sticker Star war das wenigstens nur im einen Level. In Paper Jam war das im ganzen Spiel so, dass man da überall diese Tots finden musste. Und oh Gott, das war echt nervig, muss ich ganz ehrlich sagen, in Paper Jam. In Color Splash, was ja bald erscheinen wird, gibt es zwar auch wieder viele Tots, die man retten muss. Es war ja neulich die Game City... Ich weiß es gerade gar nicht, ich würde vorschlagen, weil ich dazu noch ein bisschen quasseln will, machen wir erstmal den rechten Level. Für den linken Level eignet sich Todd jetzt eigentlich doch ganz gut, aber ich möchte jetzt erstmal in diesen Level.
Welt 3-7 hin und her im Schaltertal. Ein sehr schöner Level ist das hier. Aber wie soll man sagen, er kann, er merkt diese Plattform hier, Super Mario 3D Land, sind auch wieder dabei. Ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Tot, tot, tot. Das Einzige, was er kann, ist laufen. Vor uns weglaufen! Das erklärt auch, warum mein Mario & Luigi Paper Jam die ganze Zeit weggerannt ist. Also, das waren ja mehrere Tots. Es gibt ja den Charakter Tot und die Spezies Tot. Genauso wie bei Yoshi, auch wenn ich das immer noch nicht gut finde, wenn man jemanden wie seine Spezies nennt. Nein, stellt euch vor, ihr würdet Mensch heißen. So, Moment mal. Ich muss dort überlegen, wo war denn in dem Level der 8-Bit-Luigi? Ich denke mir noch, irgendwo hier gab es eine Aussicht. War nicht hier irgendwo der 8-Bit-Luigi zu sehen? Ich schau mich mal um. Ab hier weiß ich echt leider nicht mehr, wo die... Da oben! Da oben! Da oben! Da habe ich ihn gerade gesehen. Da habe ich ihn gerade gesehen. Da war wieder so ein Geldsack. Da oben am Wasserfall! Seht ihr? Am linken Wasserfall oben! Boah, diese 8-Bit-Luigis, da muss man ja richtig geradezu beschreiben, wo die versteckt sind. Habt ihr ihn gesehen? Ah, aber sehr schön. So, in dem Level benutze ich... falscher Knopf. Den Tanuki, den ihr merkt, der Level heißt Schalterteil. Passt jetzt eigentlich wunderbar, dass wir den Herbst haben, hier im Herbst, im Herbst, ja, es ist September, ich glaube, der Herbst hat offiziell schon angefangen. Ich glaube, am 23. September beginnt ja der Herbst immer offiziell. Und ja, ich glaube, es ist schon der 23. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh Gott, ich habe mir in letzter Zeit mit den Daten irgendwie nicht mehr so gut. Ich habe nur noch den 7. Oktober wegen Paper Mario Color Splash im Kopf. Ja, wie viel ist heute? Schaut aufs Hochladdatum, da werdet ihr bestimmt sehen, ob es offiziell schon Herbst ist oder nicht. Aber eigentlich passend dem. Obwohl man sagen muss, die Bäume haben alle noch ihre Blätter im Moment. Naja, wird noch kommen. Okay, gut, das wird die Nacht mit Luigi. Von dem wusste ich aber echt nicht mehr, dass er da oben versteckt war, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Todd fällt tief hinunter. Ja, und Captain Todd Treasure Tracker war ja, muss man sagen, richtig genial, aber danach ging es mit Todd irgendwie bergab. Mario & Luigi Paper Jam hat seinen Ruf wirklich beschmutzt, muss man sagen. Und jetzt auch in Mario Party Star Rush. Das haben wir ja neulich auf der Game City ausprobiert, wer das ja noch weiß. So, ich habe gestern erst das Video zu, dieses Preview-Video hochgeladen. Ja, hier sind übrigens auch wieder diese Gelee-Viecher, die Elektrizität leiten können. Die kennt man ja aus Super Mario Galaxy 2. Und Super Mario Galaxy 2, ich hätte schon Bock auf das, dass wir das nochmal let's playen. Aber ich denke mir, es ist noch nicht genug Zeit vergangen seit dem alten Let's Play. Irgendwann werden wir Galaxy 2, glaube ich, schon nochmal wieder Let's Playen. Aber, Alter, mein schöner Tanuki. In dem Level hier gab es den Multispieler-Modus, wo wir immer ganz witzige Pannen. Hier links ist übrigens ganz fies was versteckt. Hier drinnen. Das habe ich früher nie wirklich gefunden. Das war übrigens der einzige Level vom alten Let's Play, der nicht blind war, weil ich den Level schon mal gezockt hatte mit meiner Familie. Gut, haben wir den letzten grünen Stern. Wow, ja, ihr merkt diese komischen Walzen hier. So ähnlich gab es ja in Super Mario 64. Die haben auch Gesichter dieses Mal. Oh, hat mich das gerade erschreckt. So, ich glaube, den Stempel haben wir ja auch noch nicht mal, oder? Oder? Ja, ich weiß, der Stempel war... Wo war der Stempel? Der war, glaube ich, hier auch irgendwo in der Nähe, oder? Bitte sagt, der Stempel war hier irgendwo in der Nähe. Oh Gott, der Level hier, der hat mir schon manchmal wirklich Kopfschmerzen bereitet. Ich glaube, genau, der war hier unten, sage ich doch. Gut, jetzt ja keinen Fehler machen. Hier am Ende kann ganz leicht ein Fehler passieren, glaubt mir. Das kann er. So. Naja. Und in Mario Party Star Rush finde ich es ja die übelste Frechheit, dass da nur Tots als spielbare Charaktere verfügbar sind. Also in Mario Party Star Rush, ich habe ja das Game City Video gemacht. Alter, was hat Nintendo in letzter Zeit mit diesen Tots? Warum müssen sie überall Tots einbauen? Und den Tots sogar die Hauptrolle geben? Na gut, diese Rescue 5 Tots in Color Splash haben ja jetzt wieder Persönlichkeit. Die sehen ganz witzig aus, aber die können nicht nur Tots in ihre Spiele reinpacken. Ich habe langsam echt die Schnauze voll von Tots und Millionen von anderen Menschen haben auch die Schnauze voll von Tots. Und langsam muss ich ganz ehrlich sagen, dass Nintendo mit diesen ganzen Tots aufhören sollte. Macht von mir aus lauter Yoshis, denn Yoshi ist ein beliebter Charakter, aber Tot war noch nie wirklich beliebt mit seiner komischen Krächzestimme. Der Part ist schon so lang, kam mir gar nicht so lang vor. Okay, schauen wir das erste Mal in dem Spiel mal in ein Toadhaus rein. Willkommen im Toadhaus, du kannst eine der Schachtel öffnen, sicher findest du da etwas Nützliches. Gut, in einer Schachtel ist immer das Oberpaket drin und im anderen wäre jetzt zum Beispiel, es ist nicht unbedingt immer das größte Paket, muss man sagen. So, ich nehme die blaue Katze von Todd von ihm am niedlichsten. So, ich nehme Tanuki und Katzenglocke mit.
dass da immer noch ein Item rausspringt, ist halt immer für den Mehrspielermodus. Das Abspeichern dauert in dem Spiel, ehrlich gesagt, ein bisschen zu lang. Gut, jetzt kommt ein richtig innovativer Level. Der damals, als das Spiel rausgekommen ist, sozusagen der Vorgänger zu Mario Kart 8 war. Ihr werdet es gleich sehen, der Level hier, dieser hier. Schauen wir uns mal an. Ihr merkt, der Level war von Anfang an offen, nur die Röhre hier. Man muss den Level ja gar nicht spielen. Er heißt Bergpass Sprint. Und ist meiner Meinung nach einer der besten Level im ganzen Spiel. Ne, wirklich, der Level hier ist richtig innovativ. Okay, ihr merkt, da oben steht Super Mario 3D World und wir rennen erstmal los. Und dafür ist es jetzt eigentlich eh sehr gut, dass ich Todd habe, denn Todd ist, wie bereits erwähnt, der schnellste Charakter im Spiel. Tja, ihr merkt's, rennen, bis da was, Ich brauch das Tanuki-Blatt, verdammt nochmal. Rennen, was das Zeug hält. Nämlich, kommen uns diese komischen, ja, Strecken hier und diese Blöcke rundherum nicht bekannt vor? Und auch die Hintergründe. Hatten wir denn nicht in den guten alten SNES-Zeiten ein Spiel, was mit Mario war und was auch, wo man schnell sein musste und wo man entlang gerannt ist? War da nicht irgendwas in den guten alten 90ern? Ja, ich glaube, nur von der Geheimnistuerei, der Level ist ganz klar angelehnt an Mario Kart. Nämlich an Super Mario Kart. Verdammt nochmal, fein mit blöden Hasen! Nein! Weg mit dir, Tod. Ich will keiner mehr haben seit Paper Jam. Okay, blöder Hase. Jetzt habe ich Lust auf Hasenbraten. Aber andererseits, jetzt kann ich ja den letzten grünen Stern gar nicht mehr ergattern. Dazu braucht man nämlich entweder eine Katze oder einen Tanuki. Moment, wieso ist er jetzt weg? Wieso ist meine Katze und mein Tanuki auf einmal weg? Das soll jetzt wohl ein Witz sein. Naja, jetzt kann ich auch irgendwie nicht weiterquasseln. Wisst ihr was? Wir gehen in das geheime Toadhaus, nämlich hier hinten drinne. Da hinten drinne ist ein... Das war jetzt sehr dumm, dass ich mich erledigt habe. Ja, so... Katze tut's auch, oder? Und ich benutze die Feuerblume, damit ich, falls ich getroffen werde, wie gerade eben... Katze tut's, glaube ich, auch. Katze oder Tanuki braucht man für den letzten grünen Stern. Ja, hier war jetzt hier hinten in der Hecke, war auch ein Toadhaus drinnen. Gut, ihr merkt's, der Level. Habe ich euch die Karte eigentlich schon gezeigt? Hier kann man übrigens auch nachbieten. Hey, mir fällt gerade auf, der Tod hier, auf der Karte, der hat genau denselben 8-Bit-Sprite. Also hier konnte man, wenn man mit Luigi spielt, auch 8-Bit-Luigi auf der Karte sehen. Dieser 8-Bit-Tod da auf der Karte sieht exakt gleich aus wie der Tod, den man in Captain Todd Treasure Tracker mit der Toad-Amiibo suchen musste. Erinnert ihr euch in Captain Todd? Ah, das hat Spaß gemacht, die 8-Bit-Todd-Suche in Captain Todd Treasure Tracker. Das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, das war ein wirklich nützlicher Amiibo-Support, auch wenn nur die eine Amiibo wirklich in Captain Todd Treasure Tracker. Ich muss sagen, ich hätte sogar Bock auf Captain Todd Treasure Tracker nochmal, aber es ist leider noch nicht genug. Ja, das alte Let's Play, es geht. Es ist nicht perfekt, aber es geht. Ich meine, das alte hatte schon diese gute Mikroqualität. Wie das Let's Play hier, hatte 1080p, aber ich könnte es halt besser machen und auch längere Parts, meiner Meinung nach. Das war halt das erste Let's Play, was ich dann wirklich in 1080p Full HD aufgenommen habe. Gib Stoff, Todd. Warum auch immer der Todd am schnellsten rennen kann. Ja, ihr merkt, der Level hier ist ganz klar angelehnt an Super Mario Kart, das allererste Mario Kart, was ja für das SNES erschienen ist. Das war ja, damals, Miyamoto war sich ja nicht sicher, ob diese Mario Kart-Spiele, die Rennspiele mit Mario gut ankommen. Tja, und mittlerweile ist es, glaube ich, sogar die meistverkaufteste Serie von Mario, soweit ich weiß, oder? Ich glaube schon. Wow! Warte, nein! Okay, ich hab's abgebremst. Okay. Gut, ja, ihr merkt, dafür hätte man die Katze gebraucht. Oder halt den Tanuki. Mit dem wäre es eigentlich sogar noch sicherer gewesen. So, und jetzt passt mal kurz auf. Nämlich. Schaut mal auf die Ziellinie, denn jetzt kommt was richtig Witziges. Jetzt kommen wir auf die Ziellinie und da! Ich habe ihn jetzt leider nicht gesehen, aber laut der Katzen-Mario-Show, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt, zu Super Mario 3D World wurde eine Serie auf der Wii U am 3DS und auf YouTube ausgestrahlt. In den jeweiligen E-Shops und halt auf YouTube auf den jeweiligen Nintendo-Kanälen. Der Hase. Die Katzen-Mario-Show, da waren halt Katzen-Mario und Katzen-Peach, die da irgendwie porträtiert wurden, als wären sie nicht die echten Mario und Peach. Und da wurde halt so eine Serie gedreht mit Tipps zu Nintendo-Spielen, Tipps und Tricks und so. Und halt Info, war halt auch um Schleichwerbung zu machen, ziemlich kindisch, muss ich sagen. So, gut, hier oben gibt's nur einen Pilz, aber soweit ich weiß noch mehr.
Hier gab es irgendwo nach Bit Luigi, soweit ich weiß. Aber wo, wie nochmal? Dabei, die weiß irgendwo im Meer, oder? Im Meer irgendwo gab es nach Bit Luigi. Nein, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, aber ich weiß, irgendwo hier im Meer schwimmt nach Bit Luigi herum. Hat mich früher ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, dass diese Welt hier nur einen einzigen Eislevel hat. Aber im Rückblick sehen ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gut, ich fand den Mario Kart Level, ich habe jetzt eigentlich gar nicht genug dazu kommentieren können, denn ich fand den Mario Kart Level jetzt echt überraschend gut und da kommt der nächste überraschend gute Level. Sturm auf Bowsers Kugelwilli Express, ja? Nach einem Panzer fährt Bowser jetzt auf einmal einen Zug. Einen sehr schön restaurierten Zug, muss man sagen. Züge waren ja eigentlich schon immer in den Mario-Spielen groß vertreten. Schon in Paper Mario 1 gab es einen Zug, in Mario Kart 64. Das war ja, glaube ich, der gleiche wie in Mario Kart 64, oder? Na gut, Paper Mario spielt ja in einer anderen Welt, wie wir ja bekanntlich seit Paper Jam jetzt wissen. Ich kann nicht genug über Paper Jam schimpfen. Ja, gut, der Zuglevel hier, ich komme im Kommentieren gar nicht richtig nach, weil mich halt... ja... Ich hab den Tanuki sogar noch. Ja, ihr merkt hier, süß, Katzenkugelwillis. Damit wurde, glaube ich, das Spiel irgendwie angepriesen, dass alle Gegner irgendwie auf einmal Katzen sind. Gut, ja, Mario Kart 8 war ja damals, alle haben sich gefreut auf Mario Kart 8. Das war ja damals, als Super Mario 3D World draußen war, neu und war halt angekündigt. Und ja, ich muss aber hier mit diesem Megapilz aufpassen. Weil die Welt kann man dann eine Röhre zusammenstampfen und... Das ist dann nicht so gut. Die Röhre hier war, soweit ich weiß. Ja, ihr merkt, im Hintergrund fährt noch ein anderer Zug. Das da hinten ist, glaube ich, der Kugelwilli-Express. Das hier ist ja der Bowser-Express. Ich persönlich mag Züge ja sehr gerne. Es gab ja ein Paper Mario 2, den Glimmerliner. Oh, da haben wir Captain Todd. Hey! Ich denke mir ja noch, wo bleibt der Grünstern? Es läuft mir langsam die Zeit davon. Und Moment mal, der Stempel. Ah, ich weiß, wo der Stempel war. Der war hier unten drinnen. Genau. Bei Lokführer Feuerbude. Aber das ist ja eine Strecke, wo man ja praktisch gar keinen Lokführer braucht, sondern nur... Jetzt zeige ich euch mal was. Man kann, soweit ich weiß... Okay, das war die falsche Erinnerung. Man kann hier, genau hier unten auf den Zug rauf. Aber das, da gibt es noch was. Moment mal. Wie ging es? Ich glaube, einfach hier oben drauf. Schön, genau. Und, ja, ihr merkt, jetzt sehen wir hier beide Züge richtig schön fahren. Und schauen wir mal jetzt nach rechts auf die Schienen, wo der Kugelwilli-Express hinten fährt. Da läuft er nach 8-Bit-Luigi. Meine Güte, ich habe gar nicht gewusst, dass Luigi in den 8-Bit-Zeiten so schnell rennen kann. Schaut mal da vorne, da rennt er. Und wie man sagt, vorne am Schienenräumer gibt es noch Münzen. Ja, der Schienenräumer. Das war eine lustige Angelegenheit bei Thomas, die Dampflokomotive. Thomas, oh mein Gott, ich finde immer noch, Thomas haben sie sogar noch ärger auf dem Gewissen als, ja, Metroid, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt ein Beispiel zu von einer Serie, die Nintendo... Okay, Pum Pum, der weibliche Pum Pum, spaltet sich in dem Spiel in mehrere Einzelteile auf und es ist immer der, die richtige Pum Pum, nicht der, das ist ja ein Weibchen, ist die mit dem lila Wurfstern. Also die mit den grauen Wurfsternen sind fake und die mit dem lila Wurfstern ist echt. So. Ich mag den Level, aber echt, ihr merkt, jetzt sind wir hier im Dampfkessel. Ja, der ewige Konkurrenzkampf zwischen Dampf- und Dieselloks bei Thomas. Ich mochte Thomas früher wirklich sehr gern, aber ihr wisst ja, seit diese neuen animierten Folgen sind und seitdem Sky Dumont der Sprecher ist, fand ich Thomas ehrlich gesagt richtig schlecht. Vor allem diese neuen animierten Folgen sind richtig Kinderkacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur Kinderkacke, wirkliche Kacke. Oh Gott, ich hasse diese neuen Thomas-Folgen. Also Thomas haben sie echt in den Dreck gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war ja von diesen ganz alten Folgen, das war noch die allererste Staffel von Thomas, da wollten es Thomas ja einen Schienenräumer verpassen. Und das haben sie ja mit allen möglichen Mitteln versucht, bis dann auf einmal Tobi kam. Mann, das war eine witzige Folge. Okay, aber das war ein durchaus guter Level mit dem Bowser Express. Und ich bin immer noch nicht mit der Mario Kart-Geschichte zum Ende gekommen. Tja, wie man sagt, Mario Kart 8 war ja damals in Entwicklung als Super Mario 3D World. Ich habe gedacht, mit diesem Level da, der halt voll an Super Mario Kart angelehnt ist. Es gab ja in Mario Kart Wii noch die Retro-Strecke, die ja auch in diesen, mit diesen Hintergründen und mit diesen Zaunumrandungen so gehalten war, wie dieser Level. Ich weiß gerade gar nicht genau, Moment mal.